was ist eigentlich Peer Review? Also, das hier ist es schon mal nicht. Denn das ist ein Peer Review. Sorry für diesen blöden Gag. Also, was ist Peer Review? Peer Review ist eine Qualitätssicherung, eine Qualitätskontrolle für Wissenschaft, für wissenschaftliche Texte, für Studien. Und es bedeutet, Peer, also sozusagen die Community, die Gemeinschaft der Wissenschaftenden, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Review bedeutet, jemand schaut sich das, was jemand am Wissen geschaffen hat, nochmal genauer an. Das heißt also, bevor beispielsweise hier ein Buch entsteht, Studien darin oder auch hier eine Zeitschrift, ein Journal, reichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Arbeiten ein, die dann von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in dem gleichen Gebiet arbeiten, reviewed werden. Das heißt also, sich nochmal angeschaut und entsprechend eine Rückmeldung geben. Und die Idee ist, dadurch die Qualität von Studien und insgesamt von Texten zu sichern, zu verbessern auch. Durchaus ist es so, dass wenn man an solchen Peer Review teilnimmt, dass man auch hilfreiche Empfehlungen bekommt, wie man beispielsweise einen Text oder gegebenenfalls auch einen möglichen Fehler, der sich innerhalb einer Studie eingeschlichen haben könnte, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, wie man diese Fehler vermeiden kann zum Beispiel. Das heißt also, man kriegt hilfreiche Rückmeldungen aus der Community, aus der Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und dann gibt es gibt Blind Reviews, es gibt Double Blind Reviews. Da ist es dann sogar so, dass diejenigen, die sich gegenseitig begutachten, auch gar nicht wissen, wen sie da eigentlich gerade begutachten. Und das hat eigentlich den Vorteil, dass man nämlich dadurch vermeidet, dass man sich beispielsweise von einem besonderen Namen, also beispielsweise jemanden, den man besonders schätzt, als Wissenschaftlerkollegin, als Wissenschaftlerkollege, dass man dem dann etwas durchgehen lässt, was man jemand anderem vielleicht nicht durchgehen lassen würde. Oder auch, dass man sich vielleicht, auch das gibt es bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass man sich gegenseitig einen Gefallen tut. Also wenn du meine Studie durchwinkst, dann winke ich auch deine Studie durch. Und um das zu vermeiden, gibt es sozusagen die höchste Form des Peer Reviews. Das ist das Double Blind Peer Review. Das heißt also, derjenige, der den Text einreicht, kennzeichnet, also muss sozusagen alles, was auf seinen Namen hinweisen könnte, also auf seine Autorenschaft hinweisen könnte, muss entfernt werden. Und die andere Person, die begutachtet, bleibt entsprechend auch unerkannt. Das heißt also, beide wissen nicht voneinander und erhalten dann entsprechend, also der Autor oder die Autorin erhält dann entsprechend Rückmeldung zu dem Text, kann den dann entsprechend verbessern, weiterentwickeln und gegebenenfalls dann noch einmal anreichen. Manchmal ist es auch so, dass man über solche Peer-Review-Verfahren dann Texte zurückbekommt, in denen dann mehr oder weniger freundlich auch gesagt wird, also dein Text taugt nicht, mach das nochmal anders. Und das hört sich erstmal vielleicht unangenehm an, wenn man entsprechend kritisiert wird, aber Kritik ist die Voraussetzung, um etwas besser zu machen. Und wenn es darum geht, dass wir gemeinsam Wissen schaffen, innerhalb unserer Communities, innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaften, dann geht es natürlich darum, dass dieses Wissen möglichst dem nahe kommt, was wir als wissenswert entsprechend empfinden. Und das ist der Hintergrund, warum da so viel Arbeit investiert wird. Weil tatsächlich ist es so, sowohl das Einreichen in Peer-Reviewed Journals zum Beispiel und das Überarbeiten dann und so weiter, aber genauso auch das Begutachten, denn wenn man einreicht bei solchen Journals, dann wird es in der Regel auch erwartet, dass man, wenn man gerade nichts eingereicht hat, dass man dann andere wiederum
begutachtet. Und das ist natürlich nicht gerade wenig Arbeit. Man liest sehr viel, man kommentiert sehr viel, man muss sehr viele Rückmeldungen geben und man investiert dann entsprechend auch viel Arbeit in diesen Prozess, in diesen Qualitätssicherungsprozess. Aber dieser Qualitätssicherungsprozess sorgt eben dafür, dass gerade in der Wissenschaft nicht so viel Fake News gibt, wie es vielleicht in anderen Formaten gibt, die eben diesen Qualitätssicherungsprozess nicht durchlaufen. Ja, das ist der Vorteil eines Peer-Review-Verfahrens. Und anders als diese leckere Birne ist es nicht immer lecker, was man so als Rückmeldung zu seinen Texten und zu seinen Studien bekommt, aber immer sinnvoll. In diesem Sinne.